So ihr Lieben, heute mal in voller Josiamasch. In voller Größe. Ich bin gerade vom Physikalischen Institut gekommen, weil ich einen schweren Unfall gehabt habe und von daher immer ein bisschen lädiert bin. Junger Mann, ich rede. Und warte eine Sekunde. So. Heute mal in voller Größe. Ich komme gerade aus dem Physikalischen Institut. Ich habe vorher, ja, okay, bitte, für dich ein bisschen auf. Genau beim Video. Jackpot, Bertha. Ja, alles gut. Haben wir's? Kotzt sonst mein Handy um, hast, sind wir keine Freunde mehr. Geh auf der anderen Seite runter. Nein, sie geht nicht auf der anderen Seite runter. Ja, ich bin nicht da. Auf jeden Fall, das wird halt nichts. Ich rede einfach weiter. Fall vom Physikalischen haben. Und sehe, ich, ja, gerade ich, super. Ich stehe zum Rechts ab, du kommst da bis einer kleinen Gassen raus, du kannst nur rechts oder links ab in gerade fahren, kannst du? Drüben ist ein Altersheim, ein Gehsteig im 23. Bezirk in Atzgersdorf. Sehe ich eine blonde, schlanke, etwas größere Dame mit einem blauen Mützel, ich habe leider die Aufschrift nicht lesen können, die einen Lagotto, einen italienischen Wasserhund an der Leine führt, an einer Flexileine. Mal wurscht. Vor ihr steht ein Mann mit einem American Stafford. Der Staff steht völlig gechillt, ganz ruhig neben dem Mann. Besagte Dame, ich weiß, danke Bertha, hupf vom Tisch, Alberta, gehst du bitte runter, vielen runter. Danke. Ist ein Kindertisch, und da steht, sitzt sie immer, wenn ich auf der Bar sitze. Und das ist normal in einem Rudel. Die raffen gerade die zwei Kleinen. Und da mischt sich die Bertha ein, wenn es zu grob wird. Der Lagotto wollte zu dem Steff hin, das war aber jetzt nicht besser, oder so, und so. Dame hat ihn an der Hand, und jetzt zeige ich euch was. Wenn wir den Hunden erklären, dass sie hinter uns gehen, dann gehen wir mit der Leine hinten und stellen maximal ein Bein vor, dass der Hund am Bein vorbeisehen kann und sich anlehnen kann, um Sicherheit zu geben, ja? Was wir nicht machen ist, Winnie, komm her mal. Danke, ja, du bist zwar die Burgi, wichtig ist, dass irgendwer kommt und du bist der Pferdi. Pferdi, bleib einmal da stehen. Warte ein bisschen. So, ihr zwei Mädels, gebt einmal, warte Pferdi, warte. Ja, die sind gerade lästig, ich weiß. Und der Hund will vorbei und anstatt, komm her, Pferdi, geh hinter dir. Alter, vorführen im Rudel. Gut, machen wir es so, schau her. So steht der Fuß vorne, du gibst jetzt einen Frieden und du gibst jetzt einen Frieden. Schluss jetzt, danke. So steht der Fuß vorne, ich hoffe, man sieht es, dass er vorbei sieht, die Situation sehen kann und auch alles mitkriegt. Was total in Ordnung ist, und sobald ich den Fuß weggebe, fertig, retto, dreh um. Danke, warte. Du gib jetzt einen Frieden, Burgi, danke, warte. So, ja, also der Fuß ist vorne, ich gebe dann auch den Fuß weg, du wartest bitte, dass der Hund frei entscheiden kann. Der Fuß ist vorne, heißt, ich regle das, ja? Halt davor. Es zwar, fertig wartet. Ihr zieht so da. Geh mal. So, geh weiter. Nein, so hat besagte Dame das nicht gemacht, sondern sie hat an der Flex, mit der Flexileine mit Stopp hochgezogen und dem Hund so. Also ihr seht, der Pferdi macht da eher, oh, wir tanzen, super, mit dem Fuß so in den Hund hineingetreten. Ja? Also so hinter, so bam. Ich wollte das jetzt zum Pferdi, aber das geht leider nicht, weil der Pferdi kann alle Tricks und hat überhaupt keine Angst, dass ihr mit dem Fuß tritt. Da oben, na da oben. Ja, du kannst da oben gehen, das ist mir gut. Wieder die Katze. Also sie hat dann wirklich da im Brustkorb ein, aber richtig so bam, hintere treten. Eintelbuche ist jetzt der Pferd, der steht ganz ruhig. Der hat nicht einmal irgendeine Angst vor meinem Fuß. Der scheißt sich da genau überhaupt nichts, weil er genau weiß, ich würde nie treten. Und das ist mit den Kleinen nicht anders. Komm her mal, Winnie. Ja, zu mir. Na, komm her. Fertig, geht. Burgi, huja. Super. Völlig plumpsen. Wenn ich mich jetzt niedersetze, ist vorbei. Tritt dreimal, wie immer wieder, bam, hintere. Und ich kann unterscheiden zwischen korrigieren leicht und drehen. Nach 40 Jahren, fast bei 40 Jahren Berufserfahrung, habe ich das Intus.
Und weil er noch immer nicht aufgehört hat, hat er eine Flugstunde gekriegt. Ich meine, Alter, die habe ich das letzte Mal gesehen, vor 30 Jahren. Es gibt sie immer noch. Mit der Laufleine, also mit der Lauf, dieses Ding, hochgezogen den Hund und hintere geschmissen, ja? So, ich schreibe mir an, wird grün. Ich kann nicht gerade von der Dusche ins Altersheim. Sie geht um, die immer noch Wort, die hole ich mir. Also nicht jetzt glauben, ich habe da jetzt nichts gemacht. Ich fahre rechts, um und um, einen Riesen, damit ich den wieder auffange in der Gassen. Und jawohl, ich habe mich eingepackt, das Auto mit laufendem Motor, steckender Schlüssel, rausgekappt aus dem Auto. Ich dachte, ein Skoda, wenn man den fladert, der ist so dreckig in dem Auto, der steigt freiwillig wieder aus. Ja. Und komm her zu mir, was ist mit dir, Pippi? Was hat die Mami gemacht mit dir? Was ist er gemacht? Buja! Buja, buh! Ja, aber du, so wie du, hat die Mama gemacht. Hat die Mama gemacht mit dir. Super. Und hab aus dem Auto aus und sag, leider nicht besser. Es gibt gewisse Dinge, da bin ich kein, ich kann total höflich sein, ich kann total nett sein. Ganz selten und zu ganz bestimmten, wirklich, wirklich ausgewählten Menschen, sag ich, Alter, haben ins Hirn geschissen, du trittet den Hund, du Trampe. Sag ich, mir scheint, du bist ein bisschen deppert. Ich mach, was ich will. Sag ich, na sicher nicht, wenn ich das sehe. Sag ich, komm, Geschissene. Oh, wart mal, ich ruf die Polizei, wart mal, klär mir das. Das ist der Katzenarsch jetzt von der Frieda. Ist ja wurscht, ne? Die ist natürlich weitergegangen. Also, braucht es jetzt, glaub ich, bin nur 1,50, die war mir einen guten Kopf größer wie ich. Also, ich war wurscht, sie ist weitergegangen. Und ich sag, bleib stehen, bleib das so. Na, dann lern du dem Hund Fuß. Ich sag, ich kann ihm Fuß gelernen, ohne dass ihn tritt, du Trampe, du Unnötiger. Ja, dann frage ihn Erich. Who the fuck ist Erich? Also, lieber Erich, wenn du eine Trainerin hast oder eine Dame zu dir trainieren kommt mit einem Entlebucher, mit einem Lagotto, mit einem Wasserhund, große blonde Dame mit einem... Bitte, melde dich bei mir. Ja, wir sind jetzt nicht bei Herzblatt, aber wenn du als Mann... Warte, ich muss meinen Kaffee vom Herzen nehmen. Ah, die soll es heiß und kocht. Jetzt kann ich mal einen frischen nehmen. Okay. Entschuldigung, auf den habe ich jetzt vergessen. Wenn du einen Hund treten und herumreißen musst, um ihn daran zu hindern, zu einem anderen Hund zu gehen oder neben dir zu gehen, ihn dazu zu bringen, dass er bei dir geht, dann fehlt dir leider die geistige Intelligenz. Weil wenn du eine geistige Intelligenz besitzt, dann brauchst du keine Gewalt anwenden. Das ist ganz einfach. Gewalt wendet der an, dem die geistige Intelligenz fehlt, als intellektuell höher gestelltes Wesen, dem anderen, also auf eine andere Art zu vermitteln, ohne durch körperliche Gewalt. Es gibt zwei Möglichkeiten, die geistige Überlegenheit und die körperliche Überlegenheit. Und jeder, dem die geistige Überlegenheit fehlt, der benutzt die körperliche Überlegenheit. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja? Also ich bin 1,50, habe 55 Kilo und ich trainiere 40, 50 Kilo schwere Hunde. Und die gehen nicht an mir vorbei, stell dir vor, die gehen neben mir, hinter mir, wo immer ich auch will, ohne sie ein einziges Mal anzubrüllen, zu treten, am Halsbandel zum Zahn, zum Hirndreschen, nix, gar nix. Funktioniert. Ja, die Mami regt sich schon wieder auf, Pippi Mausi. Ja, du bist so ein hübsches Pippi Mausi. So ein hübsches Pippi Mausi. So, gibst du einen Popsch aus der Kamera? Hup, vorwärts. Dankeschön. Ja, meine Katzen kommen auf Kommando, die kommen, wenn ich rufe. Die machen, springen auf, springen runter. Aber das habe ich noch nie gelernt, die machen das einfach, ja? Lieber Erich, bitte meld dich bei mir, ja? Natürlich, ich meine, solche Karren. Und jetzt haben wir das Problem, was passiert denn? Weil jetzt werden sicher, nein, das ist, was willst du machen? Ihr braucht auf die Goschen an. Kannst machen. Dann bist du dran, wegen schwerer Körperverletzung und kannst dem Trampen noch was brennen auch. So. Polizei rufen, was sollen sie denn machen? Die Frau hat den Hund getreten. Ich habe es, ich Trottel hab's filmen wollen, hab's gefilmt, hab aber vergessen auf den Knopf zu drücken. Aber was ich gesehen habe, hab ich gesehen. Und sie hat es auch nicht angestritten. Sie hat nur gesagt, ich soll Erich fragen. Also lieber Erich, bitte, stell dich in einem öffentlichen Video mit mir hin und erklär mir, dass man auf einen Hund hintreten und an der Leine reißen muss, weil es sonst nicht geht. Du kannst bei mir eine gratis Ausbildung haben, ehrlich. Nur bitte hör auf, den Leuten so einen Scheiß zu vermitteln. Und das gilt jetzt für alle Hundetrainer. Die meinen, sie müssen auf einen Hund hintreten oder an der Leine reißen oder sonst in irgendeiner Weise körperliche Gewalt anwenden. Ich schwöre, so wahr ich hier stehe, ich bilde euch alle gratis aus.
Ich will keinen Cent. Aber bitte, hört damit auf. Und kommt mir nicht mit, es gibt keine andere Möglichkeit. Ich bitte jetzt ganz jeden, in ganz wurscht wo. Jeder, der sagt, eigentlich will ich es eh nicht, aber ich weiß nicht, wie es anders geht. Jederzeit, ihr könnt bei mir im Gästezimmer schlafen, ihr könnt so lange mit mir arbeiten, wie ihr glaubt, dass ihr braucht, um es dann anders umzusetzen, um nicht hinzutreten oder an Leinen zu reißen oder der Hund war total verschreckt. Der war total verschreckt und Lagottos, ich trainiere selber zwei Lagottos, das sind so geile Hunde, die arbeiten so geil mit, die sind trainiert zum selbstständig suchen, zum, wow! Ja, also das sind keine dummen Hunde. Es gibt überhaupt keine dummen Hunde. Wenn viele sagen, das ist eine dumme, es gibt keine dummen Hunde, es gibt keine dumme Rasse, es gibt nur eine dumme Rasse. Und das ist die stolzsteppertste Rasse ever. Das ist der Mensch. Wir sind die größten Trotteln auf diesem Planeten. Und jeden Tag gibt es mindestens ein Individuum, das mir das beweist, dass wir das Dümmste sind, was je auf Gottes Erden gelebt hat. So.